Hier unterscheidet sich jetzt auch, was für ein Seil wird es. Soll es jetzt ein Kinetikseil werden? Soll es ein Abschleppseil werden? Den haben wir jetzt hier getestet, erfolgreich getestet. Siehe, er ist nicht kaputt gegangen. Er hat zumindest seine Kraft gehalten. Okay, das sieht ja mal abgefahren aus. Das ist die Maschine. Jeder, der bei der Feuerwehr arbeitet, kennt so welche Arbeitsleinen. Ja. Hiermit werden schwere Teile in einem Familienbetrieb in Wolfsburg gehoben. Volkswagen hat man vielleicht schon mal gehört. Also, dann haben wir hier einmal ein Kinetikseil für Expeditionsmobile. Wie so eine Bergesituation aussieht, mit welchen Produkten man halt mindestens am Start sein sollte. Einmal mit Profis, alles gut. Liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute mal wieder eine Firmenbesichtigung und zwar nicht nur irgendeine Firmenbesichtigung. Ich bin bei der Firma Seilflechter. Ich habe den Tobias hier neben mir. Tobias? Grüß dich, hi. Tobias gibt mir und gibt damit auch euch als Feuerwehr-Community die Gelegenheit, mal bei der Firma Seilflechter, die nicht nur Offroad-Bergeseile macht, sondern ich glaube Fischerei. Es gibt viele verschiedene Branchen, auf jeden Fall überall, wo man sich Seile vorstellen kann. Ja. Ziel für heute ist, wir werden ein Bergeset. Feuermock Bergeset für Tunesien, für die große Action in der Sahara zusammenstellen. Und ich möchte mir eben auch mal angucken, wie entsteht sowas. Und natürlich auch die Gelegenheit nutzen, vom Tobias alles Mögliche zu erfahren. Thema Bruchlast, Thema Nutzlast, worauf muss ich achten, was ist empfehlenswert, was hat sich bewährt. Im Grunde alles rund um das Thema Bergeset, Bergeseil. Genau, und vielleicht entwickeln wir ja sogar ein spezielles Paket abgestimmt auf den Offroad-Einsatz. Das wäre vielleicht auch ein Mehrwert für euch alle. Ich würde sagen, wir legen los. Ich folge unauffällig. Ja, einfach mal folgen, einfach mal mitkommen. Ist hier ein Riesengelände. Also wir laufen jetzt hier über die Straße. Auf der anderen Straßenseite ist auch noch alles Firma Seilflechter. Überall eure Logos. Ihr seid auch eine Marke. Überall sieht man dieses. Ja, also man muss jetzt sagen, wir sind immer wieder Step by Step, waren immer in Braunschweig. Okay. Sind auch Braunschweig verwurzelt, werden wir hier noch wegziehen, auch die nächsten 275 Jahre. Wenn wir hier nicht wegziehen. 275 Jahre, Leute. Ja. Ihr feiert nächste Woche, glaube ich. Ne? Freitag jetzt. Ja. Genau, jetzt am Freitag feiern wir unser Jubiläum. Halle 10. Jetzt sag mir nicht, ihr habt 10 Hallen. 11. Läuft. Also ja, ich sag ja, das wird ein enges Spiel mit uns beiden werden, aber in einer Stunde ist das hier nicht vorbei. Bumm, dunkel. Wir sind jetzt in Halle 10, glaube ich. 10. Hier sind Sachen, die haben nicht viel mit Offroad zu tun, aber es ist eine Prüfmaschine, sagtest du? Genau, eine Zugprüfanlage. Hiermit machen wir ja die ganzen Produkte, die wir gefertigt haben, wieder kaputt. Schön. 70 Tonnen, ja, wir müssen ja gucken und mal prüfen, was hält. 70 ne? Tonnen ist mal eine Ansage. Hier zum Beispiel ist jetzt so ein Tauwerkschäkel im Verhältnis, nur dass man auch mal gesehen hat, ja, ich kann es jetzt leider schwer vormachen mit dem Gewicht. Ja. Es ist natürlich ein großer Gewichtsunterschied zwischen den beiden. Und ja, den haben wir jetzt hier getestet, erfolgreich getestet. Siehe, er ist nicht kaputt gegangen, er hat zumindest seine Kraft gehalten, den wir jetzt halten wollten. Ein bisschen wackeln, er funktioniert immer noch einwandfrei. Ne? Ja, hier sind wir in der Garneingangshalle. Hier fängt tatsächlich ein Seil an. Also hier unterscheidet sich jetzt auch, was für ein Seil wird es. Soll es jetzt ein Kinetikseil werden, soll es ein Abschleppseil werden? Soll das halt schwimmen? Soll es viel halten? Das passiert jetzt hier in der Garneingangshalle quasi. Und ja, das ist ein einzelner kleiner Faden, der jetzt reinkommt. Und dann geht es weiter ab in die Produktion. Das ist spannend, dass wir die ganze Produktion so ablaufen, wie das Seil auch durch die Produktion läuft. Anfang an. Definitiv von Anfang an. Das ist unsere sogenannte Zwirnerei und Spülerei. In der Zwirnerei passiert eigentlich Folgendes, dass die einzelnen kleinen Fasern, die wir so geliefert bekommen, miteinander eigentlich verzwirnen. Wir machen sie größer, damit halt das Seil, was wir später auch brauchen, halt auch dementsprechend auch größer wird. Mhm. Ja, und das passiert eigentlich hier in den heiligen Hallen hier im Eingangsbereich. Wir waren jetzt gerade in der Zwirnerei und jetzt sind hier schon die ersten Maschinen. Richtig, genau. Das ist jetzt unsere Spulerei. Hier wird dann dieser Zwirn auf eine Flechtspule draufgebracht und die wandert dann später auf unsere Flechtmaschine. Damit auch die Maschine besetzt. Ja, spannend, hier diese einzelnen Schritte zu sehen. Und für jeden einzelnen Schritt eine komplett eigene Maschine hier. So, dann sind wir in der Flechterei, Mittelflechterei. Hier machen wir Seile bis 60 mm Durchmesser. Von sämtlichen Branchen, was du dir vorstellen kannst. Jetzt nicht unbedingt die kleinen da vorne, aber du hattest vorhin gesagt, wegen Feuerwehrleinen. Ne? Gehen wir mal zu den Maschinen, die diese schönen Feuerwehrleinen machen. Da freuen sich alle Feuerwehrleute, die dem Feuermock folgen. Ja. Weil ja, auch das beliefert natürlich die Firma Seilflechter. Alles rund um den Feuerwehrbetrieb. Okay. Sieht ja mal abgefahren aus. Das ist die Maschine. Jeder, der bei der Feuerwehr arbeitet, kennt so welche Arbeitsleinen. Das sind spiralgeflochtene Leinen, die können keine Knoten bilden, sind immer so 30 Meter Stücken.
Und ja, das macht eigentlich diese ganze Reihe von Maschinen, machen den ganzen Tag nichts anderes als im Jahr 30... Für die Feuerwehr zu arbeiten. Wir sind jetzt hier gerade vor einer Maschine, die ja im Groben so aufgebaut ist wie die kleinen, nur in deutlich größer. Und hier wird auch, oder hier wurde auch mal ein Kinetikseil produziert. Ihr seht ja jetzt hier die ganzen kleinen Garne. Oder wie? Ja, die Litzen, die so von außen so rankommen, genau. Und im Grunde ist das Seil aufgebaut in den Kern und in der Ummantelung, so gesehen. Ne? Genau. Wir haben ein Kerngeflecht, das was in der Mitte des Seils meistens ist, ist auch das, worauf es drauf ankommt. Also das entscheidet auch beim Hochlasten, soll das Seil eine Dehnung haben oder ähnliches. Draußen, drumherum, was geflochten wird, ist eigentlich nur dafür da, zu schützen, UV-Schutz, Säure, Wasser. Okay. Hauptsache, diesen Mantel einfach zu schützen. Okay. Ja, ist auch interessant, dass eigentlich das, was, also das, was die Last am Ende hält, nur ein Teil von dem ganzen Seil ist. Genau. Ne? Wir stehen jetzt hier vor einem typischen Seilwindenseil, ne? Offroad-Seilwinde, genau. Ja. Was fertig ist. Und die Maschine hinter uns, die zeige ich euch nicht, die ist nämlich top secret. Die unterscheidet nämlich die Firma Seilflechter von vielen Konkurrenzprodukten, weil das ist wirklich was, ja, im Grunde gibt es es nur hier. Und Tobias hat mir erklärt, letztendlich ist die Aufgabe dieser Maschine und auch das Geheime daran, dass diese Maschine höhere Bruchlasten schafft auf gleichem Maß, gleichem Durchmesser, ne, wie Konkurrenzprodukte. Richtig, genau. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, einfach mit einem geringeren Durchmesser immer mehr Bruchlast zu erzeugen. Und das schaffen wir eigentlich mit den Maschinen, die jetzt hier gerade zu sehen sind, aber wir euch nicht zeigen dürfen. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Viele von euch kennen die Hamburger Reeperbahn. Das war eigentlich nichts anderes als eine Straße, wo ein Rebschläger ein Seil produziert hat. Reeperbahn ist eine Maschine gewesen, wo 250 Meter auseinander Garne gespannt wurden. Einer hat gedreht und dadurch wurde ein gedrehtes Seil erzeugt. Das sind unsere neuen Reeperbahnen, bisschen kleiner, kompakter geworden, aber hier werden gedrehte Seile gemacht. Ne? Also in Hamburg werden Seile immer noch verwendet, aber in anderen Bereichen mittlerweile. Vielleicht so als Halteleine oder so von irgendwelchen Leuten dort, aber wir machen hier noch gedrehte Seile. Jetzt habe ich hier noch die Gelegenheit, den Seniorchef zu treffen. Zeigt uns jetzt auch noch mal ein paar gibt uns noch mal ein paar Spezialinfos, weil wir stehen jetzt hier vor den Seilschlingen, glaube ich, heißt. Genau, Rundschlingen. Rundschlingen. In der Richtung, die wir in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Größen fertigen und verschiedenen Qualitäten. Eine schaltet sich schneller durch, die andere nicht. Für den Eimerbereich oder wird ein Kraftdreieck gebildet beim Offroad-Bereich und im Forstbereich. Kann man diese sehr, sehr gut nehmen. Wenn wir diese zum Beispiel sehen, hier hat 2 Tonnen beispielsweise und hat ein geschütztes Label und die hat eine sehr hohe Stabilität. Und diese Rundschlinge wird also im Industriebereich für schwerste Anlagen auch genommen. Wir fertigen diese bis zu 25 Tonnen in verschiedenen Längen, verschiedene Größen und das Kleinste ist mit 1 Tonne, kann man halt damit eine Freude machen. Ja. Das ist auch ein Produkt, was wir definitiv in ein Berge-Kit aufnehmen. Genau, ja, wir haben die Ausführung mit 4 Tonnen genommen. Das ist in der Farbe Grau. Ist eine Norm, die dahinter steckt. Deswegen ist es grau. Wir können da die Farbe leider nicht neu würfeln oder anstreichen. Wir haben eine graue genommen, einfach um für die Gewichtsklasse, die wir ausgesucht hatten, das perfekte Material dann zu haben. Mhm. Also, es ist. Hat ein Oschi. Ist natürlich ein Oschi. Ja. Ist auch ein bisschen länger. Das kann auch Oschis rausziehen, ne? 4 Tonnen. Mit 7-facher Sicherheit, aber die dürfen wir nicht sagen. Hier kann man 4 Tonnen mit heben oder ziehen oder als Kraftdreieck nehmen. Die haben sich also absolut bewährt im Schwerlastbereich. Also Thema 7-fache Sicherheit. In der Theorie könnte man, ist, glaube ich, gibt kaum ein Expeditionsmobil, was man damit nicht rausziehen könnte. So, Freunde, für die fetten Expeditionsmobile jetzt mal beispielhaft. Ein richtiger Apparat hier. Ja, WLL 25 Tonnen, ne? Also... da kann man ordentlich was mit hochheben. Reden das immer noch von einer 7-fachen Sicherheit. Ja. Also da kriegen wir garantiert nicht nur einen, sondern auch 2, 3 große Expeditionsfahrzeuge auch mal. Da kann dann der Heli das Expeditionsmobil aus der Wüste rausheben. Ja, so richtig, ne? Oder okay. Der Zeppelin oder wer auch immer dann kommt. Aber ist eigentlich überdimensioniert für diesen Zweck. Ja. Ich würde hier wirklich die Grauen nehmen. Die haben sich gut bewährt im Offroad-Bereich. Ja. Hiermit werden schwere Teile in einem
Familienbetrieb in Wolfsburg gehoben. Volkswagen hat man vielleicht schon mal gehört. Die ist ja, ein oder andere überliefernder Volkswagen mit für die Fertigung auf einen Millimeter genau. Das ist aber die Premiumklasse. Ja, ja. Okay. Weil ihr jetzt auch gehört habt, Nutzlast, Bruchlast, dann dieser Working Load Limit oder wie heißt es? Genau, es gibt 1007-fache Sicherheit und 2-fache und 10-fache, 12-fache gibt es auch, habe ich eben gehört. Wir drei werden nachher Folgendes machen. Wir werden für euch im Grunde das ganze Thema einstampfen auf das, worauf es wirklich ankommt für euch Offroad, Expeditionsmobil, Overlander, Community. Und dann stellen wir Sets zusammen. Und zwar Thema 3,5 Tonnen, wahrscheinlich 7,5 Tonnen und wahrscheinlich über 7,5 Tonnen hinaus, damit ihr dieses ganze Know-how quasi gebündelt habt in einem Paket, was für euch das richtige Set ist und euch über diese ganzen Sachen sonst gar keine Gedanken machen müsst. Einfach was, was funktioniert, wenn es drauf ankommt. Genau. Einmal mit Profis, alles gut. Ihr könnt normalerweise diese Artikel gar nicht direkt bei der Firma Seilflechter kaufen, auch nicht im Seilflechter Online-Shop oder sonst was, sondern nur über den Fachhandel. Und ich habe die Zusage der beiden, dass wir hier für die Feuermock-Community was entwickeln, für den Offroad-Bereich ausschließlich. Thema expeditionsmobile Geländewagen. Also, dann haben wir hier einmal ein Kinetikseil für Expeditionsmobile, eine Bruchlast von 32 Tonnen tatsächlich, für Fahrzeuge für ein Gesamtgewicht von 15 Tonnen. Also ist schon ordentliches Seil auf jeden Fall. Warum Kinetikseil? Es hat eine schöne Dehnung, vor allem wenn man in der Wüste beispielsweise lang fährt, dass es eine gute Dehnung einfach dahinter hat und dass man sich nicht selber in die gleiche Gefahrensituation hineinbegibt. Also ein Kinetikseil arbeitet eigentlich so mit, dass sich das Seil in dem Fall so lang dehnt, bis genug Energie aufgebaut ist, um das andere Fahrzeug hinauszuziehen. Der 4x4-Cut wird gleich Vollgas geben und voll in das Seil reinfahren. Und mit diesem Momentum wird dann auch der 8x8-Cut Vollgas geben. Und schaut mal, was jetzt hier abgeht. Das ist einfach nur brachial. 1200 PS bei der Arbeit. Und schaut mal, wie der Boden hier umgepflügt wird. Absolut unglaublich. Alter Schwede, ey, was ein Wahnsinn. Deswegen ist es auch wichtig einfach, dass das Fahrzeug, was beispielsweise 3 Tonnen wiegt, auch ein passendes Kinetikseil dazu hat. Ne? Weil ich überspitze jetzt mal, ich kann an diesem riesen Klopper jetzt keinen Suzuki Jimny dran setzen. Da wird sich hier nichts dehnen. Der braucht aber diese Dehnung, um einfach auch ja, diesen Ruck einfach wegzunehmen. Verstehe ich das also richtig, dass ich mit dem Seil eigentlich die harmloseste bzw. die weicheste Bergung schaffe, weil ich nicht diesen Punkt habe, der meine Anhängerkupplung abreißt? Genau, er ruckt halt nicht. Es gibt keinen starken Ruck mehr. Das schönste und angenehmste Bergen, was es im Offroad- und generell Bergesegment gibt, passiert mit einem Kinetikseil. Das ist genau dann im Grunde für dauerhaftes Abschleppen auf der Autobahn eine Katastrophe, weil ich auch nicht spüre, ob der schon in der Stoßstange hängt oder... Ja. Dadurch, auf Autobahn wäre das natürlich kontraproduktiv. Er würde die ganze Zeit dehnen, entdehnen, dehnen, entdehnen. Und das würde dann dazu führen, dass der Effekt dann irgendwann so wird wie ein Abschleppseil. Ja. Es wird hart. Es ist immer länger geworden. Aus den 8 Meter, was es war, ist dann irgendwann 10 Meter geworden. Und die ganze Dehnung ist eigentlich nicht mehr da. Und deswegen nimmt man meistens immer ein reines Abschleppseil oder eine Abschleppstange. Okay, also ihr seht schon, ganz unterschiedliche Materialien für ganz unterschiedliche Zwecke. Ein Kinetikseil werde ich definitiv für den Feuermock einpacken. 100%. Die richtige Wahl auf jeden Fall. Den Sack packe ich direkt mit ein. Ja. Den kann man auch praktisch als Rucksack. Ist übrigens hier auch von der Firma Seilflechter so eine richtig robuste, ja so eine Art LKW-Plane ist es, ne? Ja. Mit Rucksackfunktion. Insofern. Wird so ausgeliefert, dann kannst du das auf deinem Rücken gleich top nehmen. Läuft. Dann gehen wir weiter. So, das finde ich übrigens auch cool, dass ihr so eine Neonfarbe habt. Ja. Einfach in so einer Stresssituation, Bergesituation, du weißt, du hast da deinen Sack. Da ist alles drin, was du brauchst. Schon an. Ja, genau. Da ist alles drin, was du brauchst, musst dir um nichts Gedanken machen und das Zeug, was da drin ist, hält. Ja, du bist ja sowieso in so einer Situation sowieso erstmal gestresst ohnehin. Absolut. Dann überlegst du erstmal nicht nach, was überhaupt Phase ist und dann, wenn dich jemand das anleuchtet, dann ist schon mal was gut. Wir sind jetzt hier im Versandbereich, beziehungsweise hier lagern, wie viel hattest du gesagt, 17.000? 14.000. 14.000 fertige Artikel. Ja. Unter anderem habe ich hier entdeckt, kennt ihr bestimmt auch aus dem Baumarkt, diese typischen aufgerollten Seile im Baumarkt, irgendwie Bauhaus, Obi, wie auch immer. Sowas erkennt man hier zum Beispiel wieder, da weiß man, wo es herkommt. Ja. Okay, ganz viele unterschiedliche Artikel, Wahnsinn. So, und dann im Grunde wird gepackt
und dann geht's raus an den, an den Fachhandel. Hier rechts, links, überall gegriffen, fertig, auf Kundenauftrag kam rein und dann geht es, wie gesagt, einmal fertig gepackt in sämtlichen Bereichen, was man sich hier vorstellen kann. Nicht nur den Fachhandel, auch Großhandel wird von hier aus dann letztlich beliefert. Okay. Jetzt geht's in den Besprechungsraum. Ja, jetzt geht's ins Eingemachte, oder? Käffchen und dann geht's ins Eingemachte. Ihr sollt ja auch da draußen als Zuschauer oder als Offroad-Fahrer, als potenzielle Nutzer von den ganzen Materialien auch irgendwie einen Mehrwert haben. Für euch gibt es jetzt mal noch einen kurzen Überblick vom Tobias, wie so eine Bergesituation aussieht, beziehungsweise mit welchen Produkten man halt mindestens am Start sein sollte, wie man ausgerüstet sein soll. Und danach gehen wir nochmal ins Detail, überlegen uns nochmal, was ihr in den verschiedenen Gewichtsklassen braucht, was Sinn macht. Und dann geht's in die Verhandlung der Kondition für euch, für die Feuermock-Community. Und dann melde ich mich zum Abschluss nochmal bei euch. Du hast am Anfang dein Feuermock. Das ist das andere Expeditionsfahrzeug. Meistens hat man hier vorne links und vorne rechts eine Öse. Aufgrund dieser beiden Ösen werden wir jetzt hier ein Kraftdreieck erzeugen. Ein Kraftdreieck machen wir dann mit Hilfe einer Rundschlinge. Hier sieht man das ganz gut schon mal so als kleines Bild. Hier ist so ein Kraftdreieck erzeugt worden. Und das machen wir eigentlich auch mit einem großen Fahrzeug. Warum machen wir diesen Step? Der ist einfach wichtig, dass wenn nachher an der Mitte dieses Kraftdreiecks ein Seil zieht, dass die Kraft rechts und links an dem Fahrzeug verteilt wird. Und beide Punkte eingeleitet wird quasi. Genau, dass es keinen Schrägzug auf der Karosse gibt und da nichts kaputt geht an deinem Auto. An diesen Ösenpunkten hier vorne, ich bin jetzt kein guter Zeichner, aber ich versuche mal mein Bestes, gibt es sogenannte Tauwerkschäkel, Softschäkel. Die benutzen wir dann, um an diesen Ösenpunkten dran zu befestigen. Das sind die hier, oder? Das sind genau diese Teile. Ja. Die werden dann für diese Ösen vorne verwendet. Mindestens tatsächlich in dem Fall vier. Warum vier? Einfach mal zwei für deine Seite. Hier habe ich noch einen gezeichnet, also einen und zwei. Und jetzt auf dem anderen Fahrzeug, jetzt habt ihr euch in eine scheiß blöde Situation begeben und steht jetzt fest und ja, jetzt kommt ein Fahrzeug, der euch da rausziehen kann, aber habt kein Bergematerial, er vielleicht auch nicht. Also braucht ihr definitiv das gleiche halt nochmal. Ne? Okay. Also Rundschlinge, wieder ein Kraftdreieck erzeugen, Tauwerkschäkel, zack, und Tauwerkschäkel. Genau, jetzt haben wir zwei Rundschlingen und vier Tauwerkschäkel und in dieser Mitte kommt dann das sogenannte Abschleppseil oder Kinetikseil. Das wird dann eigentlich nur durchgeschlauft. Zack, ich bin, oh Gott, das will nicht wieder. Meine Kunstlehrerin würde mich verprügeln wahrscheinlich. So, das wäre jetzt ein typisches Kinetikseil. Dann haben wir Abschleppseile, das ist ein bisschen statischer einfach alles. Und diese ganz großen Abschleppschlingen, wo es dann meistens in den Expeditionsmobilbereich reingeht. Okay, wir haben jetzt hier im Grunde die klassische Bergesituation aufgezeichnet. Jetzt geht es für uns ins Detail. Jetzt geht es für uns auch in die Verhandlung der Kondition für euch, für die Feuermark-Community. Und genau, mein Ziel ist einfach für euch ein komplettes Bergeset, Bergekit zusammenzustellen, was zum Zeitpunkt, wo das Video hier online geht, definitiv alles noch nicht abgeschlossen sein wird. Aber ich kann euch eins schon mal sagen, das haben mir beide, sowohl der Junior als auch der Senior-Chef versprochen. Wir kriegen da was Geiles hin für euch, was ihr direkt und auch ausschließlich in dem Set so über den Feuermock bekommt. Und wie wir es konkret umsetzen, auch Thema Shop. Kauffunktion, müssen wir gucken, aber das soll jetzt heute kein Thema sein. Liebe Leute, für heute ist Feierabend. Wir waren erfolgreich, wir waren für euch erfolgreich. Ja, und durch jetzt, ne? Also durch, im doppelten Sinne, oder? Wir sind durch, ja. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir haben uns, denke ich, gut einigen können hier. Ja, ne? Wir haben uns gut einigen können. Bald erfahrt ihr auf jeden Fall mehr. Danke für deine Infos, danke für den Input, danke für die offene Führung durch die Firma. Ja, immer wieder. Recht herzlich ist ja auch nicht selbstverständlich, finde ich. Nee, das stimmt. Aber ich sage auch mal, das ist bestätigt, dass ihr eure Produkte schätzt, dass ihr wisst, was eure Produkte können und dass ihr euch eben vor nichts verstecken müsst. Wir haben keine Geheimnisse. Wir haben keine Geheimnisse. Bis auf eine Maschine. Ja, eine Maschine, die ist streng limitiert. Ne? Genau. 56. Kraut wie bei Jägermeister. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr irgendwas wissen möchtet über Seile, über irgendwelche anderen Themen, irgendwas brennt auf dem Herzen liegen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wir stehen Rede und Antwort da bereit. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut versorgt mit Input. Für mich geht es jetzt wieder nach Hause und dann sage ich, Freunde, bis zum nächsten Video. Ciao.